Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Ja, ich habe ein bisschen noch Sachen gemacht, die ich nicht in einem Part machen wollte, weil, ja, ich möchte ja das Let's Play noch ein bisschen spannender machen. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal die Sachen, die wir jetzt fürs Haus bauen dann bald gebrauchen können, hier reingemacht. Außerdem wird der 33. Part, jetzt ist der 31. Part, ein kleiner Spezialpart sein. Und ja, ich habe mal die Kerne, die wir noch nicht angepflanzt haben, mal angepflanzt. Das habe ich ja das letzte Mal gemacht, die Kürbisse. Und ich habe die mal ein bisschen weiter eingerichtet. Und hier ein kleiner Garten noch gemacht, der kommt aber irgendwann mal weg. Weil hier ja ein, ja, Nass drüber kommt, weiß jetzt auch nicht so genau. Also ein Nass, der Baum, also eine Wurzel, genau. Dann habe ich hier vorne noch die Walnüsse geholt, die wir dort hinten gehabt haben. Und nebenbei noch Wölfe gesucht und keine gefunden. So, dann habe ich hier alle Setzlinge und Laub reingetan. Hier oben das Holz. Unverarbeitet, verarbeitet. Zimmermann, Treptors, Palmholz. Ja, einfach Treppen und Stufen. So, hier habe ich mal die Sachen rausgenommen, die nicht so passen. Hier oben mal die Monstersachen, die ich keinen Platz mehr habe. Die mache ich jetzt mal noch kurz hier rein. Irgendwo rein. So. Und hier habe ich nichts gemacht noch. Hier oben habe ich noch ein bisschen was rausgenommen. Können wir noch so rausnehmen. Ja, hier können wir die Köpfe noch rausnehmen. Gibt es noch mehr Köpfe? Ich sehe gerade vor lauter Gegenstände nicht. Sättel können wir rausnehmen. Die Zimmermannblöcke. Und hier ja, ein paar Sachen reingetan. Können wir die Eier noch rausnehmen. So. Und hier alles, was noch in den anderen Kisten drin gewesen ist. Und Blöcken habe ich da reingetan. Also, Monsterköpfe, Sättel. Jetzt muss ich schauen. Machen wir die hier rein. So, ah, falsche Kiste. Oh, wollte ich nicht. Gut. Und dann noch hier. Habe ich ein paar Sachen gefarmt, also HZ gefarmt, nicht ich. Niemals. Damit wir einfach haben. Also. Ich habe Knochen dabei. Ich hoffe, die kommen durch die Portale irgendwie, also die porten sich dann später zu uns. Und wir machen noch, wir gehen noch zu den Mammuts. Ich will unbedingt einen Mammut, nicht einen Elefanten haben. Auch wenn es ein kleiner ist, aber es hofft, geht es. Da muss ich nochmal Helle PH Chest Elefant Harness. Weiße Wolle 3, 2 Ding, 4 Haut. Jetzt muss ich schauen. 3 weiße Wolle. Das kann man nicht umändern, hä? Scheinbar nicht. Aber kann man viele Sachen machen, die... Vor allem Powder. Das müssen wir alles noch ausprobieren. Und ja, ich habe so richtig fett geplant, was wir so machen können. Und Gleiterflügel. Oh, 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 oh. Stern. Oh. Okay. Sag nichts.
Wir brauchen diese Dinger. Wie bekommen wir diese Häute von Wildsäuen, Wildschwein? Könnte sein. Gehen wir Wildschweine jagen. Das ist ein guter Spruch von Gothic, von GameStar. Die haben so ein Scherzvideo von Gothic 3 gemacht. Oh, war das gut, ein Video. Das war ein gutes Video. Okay, machen wir die noch hier rein. Also, dann suchen wir den Rucksack. Machen die Sachen rein, die wir brauchen. Und, mir die Knochen gleich hier hin. Ich habe noch irgendwas verzaubert. Was war es? Ist hier drin? Ja. Den Diamanthelm habe ich verzaubert und den Bogen. Haltbarkeit 3 einfach, aber da muss ich noch ein bisschen warten. Da muss auch Haltbarkeit drauf und irgendwas Schutz oder so. Ja, ich glaube, das geht gar nicht. Weiß jetzt nicht genau. Aber Feuerschutz ist relativ gut für den Nether. So. Ja, für den Nether ist es eigentlich am besten, hä? So, das ist Walnuss, das ist Muskatnuss. Da haben wir noch Birnen. Ja, jetzt habe ich hoffentlich nichts mehr vergessen. Es war recht langweilig, aber ich mache es auch gerne, damit ich nebenbei aufnehmen kann. Also nicht aufnehmen kann, sondern hochladen kann. Das ist schon wichtig. Also jetzt gehen wir mal kurz zu den Mammuts und suchen dort auch noch sag schon, Wölfen. Und ich mache das jetzt mal eben Peaceful-Modus. Weil wir sind wieder Level 30, wir sollten etwas zaubern, aber ich habe gerade nichts gefunden, was wir verzaubern können. Dann warten wir noch ein bisschen, bis das ein bisschen abgekürzt ist. So, gehen wir lieber ein bisschen geradeaus. So sind wir auch schneller. Also, ich habe eben kein Zahnrad mehr von den Rentieren. Und deshalb, ja, müssen wir so ein bisschen laufen. Aber wir können da mit dem Mammut zurück, wenn es dann geht. Oh, Schnee. Einfach so. Wenn wir das kaputt machen, geht wahrscheinlich alles kaputt. Also wenn wir da noch Ding machen, Forestry. Es wird alles so richtig umfangreich. Einen Sattel habe ich nicht. Also wenn es mit der Decke nicht geht, dann geht es mit dem Sattel und dann der Decke oder dann das Harness. Sonst können wir auch mal ein Pferd züchten. Eine Pferdezucht machen, bis ich da ein bisschen besser ja, weiter weiß. Du gibst keins, gell? Keine Haut. Das ist eine andere Haut. Das ist ein Fell, gell? Fur ist Fell. Ja, die Enten geben auch nichts anderes. Da sind schon Mammuts. Das sind Mammuts, oder? Nee, das sind indische. Sind das indische Elefanten? Wollelefanten. Aber keine Mammuts. Wollelefanten. So. Aha, das sind wir schon. Ja, dann habe ich es einfach falsch. Komm, wir machen Mammuts. Machen wir das weg.
Hä? Ich dachte, das wäre ein Mammut. Nun gut, was ist das denn? Was ist das? Ja, ich dachte schon. Guten Tag, kommen Sie raus. Du bist aber ein Mammut. Wenn du kein Mammut bist, weiß ich auch nicht. Gut, komm raus. Blödes Mammut. Also, ein Mammut haben wir wenigstens. Ich wusste doch, dass er ein Mammut ist. Also bitte, ich kann doch das unterscheiden. Oh, was ist das? Was ist das denn? Eisige Eis, danke. Nehmen wir mit. Hey. Ich brauche. Wildschweine. Nehmen wir die Iris mit. Die sehen noch schön aus, also die würde ich auch gerne in einem Garten oder so haben. Das ist gefährlich hier. Zu gefährlich für Elefanten und Mammuts. So, sorry, Hase, aber dich kann ich nicht mehr aufbringen. Was bist du, Bär, hä? Du gibst mir doch so einen Teil, oder? Gut. Vier brauchen wir jetzt. Brauchen wir noch einen Bär. Truthahn. Truthahn ergeben keine Heiden. Heide. Die Heiden sind los. Ja. Ist einfach schwer zu finden, solche Bären, hä? Ein Bären kommt zu mir. Ich will ein bisschen weiterkommen im Spiel. Gott, oh Gott, oh Gott. Was sind denn das für die Monsterlöcher? Liebes Modder-Team von Baum's Plenty, macht doch nicht immer so böse Löcher an. Das ist nicht gut und Giftpflanzen sowieso auch nicht. Aber das ist ja Plants Megapack. Schon wieder viel mehr, als ich geplant habe. Hey Gott, oh Gott. Ist einfach zu gigantisch. Das ist einfach genial. Kann es noch genialer werden? Ja, es kann. Ich wette mit euch. Es wird noch genialer. Wo haben wir denn noch ein paar Bären, ne? Also die Kleinen, die sind giftig. Rotten wir. Nein, nicht die Ponys. Die rotten wir nicht aus. Dann müssen wir ein bisschen hier hingehen, wo wir auch entdecken, die Bären. Das müsste doch auch ein Biom sein, wo Bären gibt. Komm schon, irgendwo. Ein bisschen erkunden. Hi. Hi, hi, hi. Bären oder Wildschweine.
Gebt mir euer Leder. Eure Haut. Eure wollige Haut. Was ist das für ein Biom? Also das ist ein Moor? Nein, das ist kein Moor. Das da vorne ist schön. Shield. Okay, wir haben ein Shield. Hauptquartier von Marvel. Oh, das möchte ich mitnehmen. So. Nehmen wir mit. Dann die hier. So. Ich möchte es jetzt. Wir machen noch mehr. So. Ich muss den jetzt fällen. Weil wir brauchen diese Setzlinge. So, komm. Was? Da gibt es gar. Ah, doch. Oh, mindestens eins. Jetzt müssen wir zu Hause dann Glück haben. Weil Dschungelbiome sind so selten. Okay. Ah, hier ist ja auch einer noch. So, mal kurz schauen. Wir müssen den noch machen. Also können wir das wieder ausmachen. Noch ein paar Meter. Komm schon jetzt. Ach komm. Jetzt aber. Haben wir jetzt noch einen Setzling? Ja, da unten. Nein, das ist ein Ding. Nur eins. Ah, oh Mann, wieso Blizzard. Wieso, Mojang? Oder Microsoft. Wieso denn? Schrecklich. Aber das ist auch geil in der Zebrazucht. Ja, unbedingt. Zebra. Oh Gott. Noch die perfekte Farbe dazu. Also, das ist ein. Bist du so ein Angora-Kaninchen? Das ist Sheet und das ist River und das da oben. Was bist du? Wie heißt du? Moor. Doch ein Moor. Okay. Auf jeden Fall schön. Das davor sieht, ist richtig schön. Also so abwechslungsreich, so realistisch. Fast schon zu realistisch. Da hat es noch einen Zebra. Was haben wir hier? Wieder ein paar Wolle. Gut. Da kann man sicher auch ein bisschen schönere farbige Wolle machen in Braun. Mit dem Chisel-Mod oder so. Bin mir nicht sicher. Aber dann können wir richtig eine schöne, schönes wildes Wohnzimmer für die Barbaren machen oder so. Eine Halle. Das ist Ding. Kokosnuss, danke für den Tipp. So. Zwei, wenigstens zwei.
Es gibt uns schon eine doppelte Chance, oder? Mal kurz auf die Uhr schauen. Okay, noch 10 Minuten. Uah. Ja. Ein Elefanten. Zwei Elefanten. Also der Mo Creatures Mod ist jetzt eigentlich relativ gut. Vom ersten Eindruck so. Feige, ja. Feige. Sie sind so feige. Geben Sie mir mal einen. Oh, den Rucksack habe ich gar nicht dabei. So eine Freche. Wollte ich dann mitnehmen? Holly, Holly Blümchen. So, ich möchte eine Feige. Mehrere Feige. Ganz viele Feige. Okay. Bist halt im Weg gewesen, blöde Feige. Schön. 6 Feigen, aber. Oh, so viel wollte ich gar nicht. Noch mehr Elefanten? Hey, das ist das Elefantengebiet XXL. Hey, Gott. Was ist das? Parasolmushroom. Hier sind doch Bären. Komm. Mann, oh, ich hasse das immer, das gigantische Suchen. Es ist schon toll. Aber, es ist ja nicht nervig, es ist zeitraubend. Klar, mein Let's Play sollte schon ein paar hundert Parts haben. Aber, es sollte auch interessant sein und nicht immer Gesuche sein. Es ist da jetzt momentan nicht so viel Abwechslung, aber. Ja, wird spät ja auch nicht so. Okay, die geben jetzt gerade keine Haut. Vielleicht nicht immer, oh, aber. Müssen doch Haut heute geben? Ja, eben, die geben heute. Dich lasse ich am Leben, du bist noch zu klein zum Sterben. Ja, wir sind halt Jäger. Tut mir leid für die Tierschützer, aber ich bin eigentlich auch ein Tierschützer. Aber in Spielen kann ich manchmal verzichten, wenn es halt einfach so vom Spiel gewollt ist. So leid, wie es mir tut, irgendwas zu töten. So Spaß macht es auch, wenn es nicht richtige Tiere trifft. Ob das ist jetzt. Ja, das ist jetzt nicht so böse gemeint. Ein Mensch ist halt ja ein Jäger. Ein Mensch ist. Ein Mensch müsste sich eigentlich gegenseitig in den Kopf einschlagen. Je nachdem, ob sie einen mögen oder nicht. Aber der Mensch hat einfach gesagt, er will nicht mehr Krieg machen. Beziehungsweise einfach nicht mehr den Krieg, den er es. Einmal war. Jetzt töte ich meine Lieblingstier. Oh, die wollten wirklich kratzen. Boah. Gut. Aber ich hoffe, ihr versteht's, wenn ihr so Tierschützer seid. Was da so der Grund ist. Ja gut, wisst ihr was, ich teleportiere mich mal zur Villa. Villa? Ich sehe vor lauter Überschreibungen, die Zahlen fast nicht. Hier. So, haben wir die wirklich vergessen? Ja, wieso habe ich das nicht mitgenommen? Okay, ich brauche unbedingt, das muss ich unbedingt hier
aufbewahren. Ich brauche überall Tropensetzlinge und die müssen wir jetzt unbedingt wo irgendwo pflanzen. Da drüben. So, einen, zwei. Die müssen unbedingt dann wachsen. Ich werde das wahrscheinlich dann nicht im Video machen, das Fällen und so, aber dann das Züchten. So. Gut. Ah, das ist braune Wolle. Ich brauche aber Holz. Gut. Machen wir mal das hier hin. Alles. So. Mal schauen, ob wir da noch alle Sachen reinmachen können. Ja. Und die braune Wolle machen wir nach oben. Aber ich möchte jetzt kurz das ja, reinlegen. Ja, machen wir auch die rein. Okay, machen wir mal kurz raus. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Zwei Eisen, ja. Okay, vier. Das müsste gehen. So, jetzt haben wir drei ab. Jetzt müssen wir schnell dorthin gehen. Ja, können wir nochmal teleportieren, weil ich so nett bin. Weil ich so böse bin zu den Regeln, die ich aufstelle. Oh, so eine Freche. Das ist mir wichtig. Dass ich euch das noch zeigen kann. Mammuts. Nee, du gehst nicht. Was ist denn das? Was ist denn der Grund? Was ist du für ein Scheißmod? Sättel. Ich kann doch nicht alles versuchen, nur weil du nicht reiten willst. Geritten werden willst. Willst du irgendwas essen? Genau, essen. Was essen? Ja, dann hole ich noch was. Weizen. Also kaum irgendwas anderes. Ja, Weizen. Nimm mal zuerst Korn. Mann, isst doch irgendwas. Die Schafe essen sogar noch mehr als du. Frechheit. Gehen wir mal zu einem Elefanten. Vielleicht gehen ja die Mammuts nicht. Wo haben wir sie? Halt die Schnauze. Größte Frechheit. Gehen auch nicht. Also ich mache kurzen Schnitt und guck nach. Hoffentlich bekomme ich irgendwas. Das ist auch ein Mammut. Also bis gleich. Das ist die größte Verarschung. Also wirklich die größte Verarschung. Wie sollte man so auf so etwas kommen? Ist es im Real Life auch so? Man braucht Zuckerwürfel. Und die kann man machen aus vier Zucker. Haben wir irgendwo Zucker? Also Zuckerrohr? Also, und dann muss man noch kleine geben, die auch Kind, also machen die auch Kinder? Oder kann man mehrere machen und dann sie züchten?
Das will ich jetzt noch machen, das ist die Pflicht, gell? Habt ihr einen super langen Part? Das wollt ihr doch, oder? Ja, toll. Aber Zuckerrohr hier war West irgendwie nicht. Das geht nicht. Gut. Kann ich mal ein paar tausendmal telefonieren, ja. Teleportieren. Zebraspawn. Villa. Das die wir. So. Also Zuckerrohr. Zucker. So. Zuckerwürfel. Ja, ich nehme noch ein paar mehr. Und die anderen wachsen gar nicht. Deshalb wachsen die Flussschilfrohr nicht. Ach komm. So. Sodele. Ich hoffe, das geht jetzt. Und Mammuts. Ich will mal schauen. Das geht nicht. Nein, die werden nicht gezüchtet. Gibt es überhaupt kleine? Ich habe jetzt gar keine kleine gefunden. Absolutes katastrophales Zeug. Wo war jetzt der? Der war doch hier irgendwo. Mammut. Wo bist du hin? Da. Gut. Nein. Oh, Waschbär. Oh. Das ist schwer, aber beim anderen hatten wir doch. Wo ist Elefant? Mesa ist näher, aber Farm 2. So. Das Rätsels Lösung ist. Ist das ein kleiner Elefant? Das ist doch ein kleiner. Frechheit. Eine Fläche. Das ist doch klein. Wie klein müssen die sein? Ja, das weiß ich. Wir hatten mehr Elefanten. Wir hatten doch mehr Elefanten.
Okay. A never-ending story. Wir schaffen es einfach, keine coolen Elefanten zu reiten und zu züchten. Also wenn das so weitergeht, entschiede ich mir da Elefanten. Ich bin sowas von kein Cheater, aber wenn ich dazu gezwungen werde, oh Gott. Gebt mir doch mal kleine. Was ist denn so schwer? Das sieht aber auch cool aus da. Ein Waschbär. So ein, kennt ihr da Sly? Genau, Sly Cooper. Genau, der. Oh, die, ihr wollt doch Zucker. Kommt schon. Mano. Wollt ihr Fisch? Werdet ihr die dann auch zu Pussis? Nicht? Werdet ihr nicht zu Pussy? Seid ihr einfach keine Pussis? Oh. Gut, dann ist der Part halt zu Ende. Der nächste Part kommt, sobald ich, ja, bisschen Marmor gefarmt habe, genau. Also danke sind fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Tschüss. Noch kurz zurückgehen, damit ihr seht. So. Bye.